Keine Millionen Euro für den Katholikentag vor der Leipziger. Geht es nach Ihnen, soll die hochverschuldete Stadt kein Geld für das Kirchentreffen beisteuern. Weil es eigentlich, denke ich, ganz andere Baustellen in Leipzig gibt. Zum Beispiel, weiß nicht, Kindergärten oder insgesamt soziale Einrichtungen. Ich denke einfach, dass eine Institution, die schon so mächtig ist und über eine Menge Ressourcen verfügt, die braucht einfach nicht noch mehr staatliche Förderung. Das kann man sich einfach sparen. Den Antrag der katholischen Kirche für die 1 Million Euro bewilligte die Stadt bereits im September. Kurz darauf startete die Piratenpartei ein Bürgerbegehren. Und dann hat man als Bürger 3 Monate Zeit, 5% Unterschriften zu sammeln, um halt diesen Beschluss zu kippen. 5% aller Wahlberechtigten, wenn die diesen Bürgerbegehren unterschreiben. Dann kommt es zu einem Bürgerentscheid und der wird dann nächstes Jahr stattfinden, wenn wir das schaffen. Leipzigs Kulturbürgermeister findet das Engagement der Bürger grundsätzlich gut, betont aber auch, dass die Investition in den Katholikentag aus seiner Sicht lohnenswert ist. Der wirtschaftliche Effekt ist bedeutend, liegt beträchtlich über dem Geldeinsatz. Dann ist das schon mal etwas sehr Ermunterndes. Aber ich warne davor, solche Veranstaltungen rein wirtschaftlich zu betrachten. Sie haben natürlich auch die Funktion, die Menschen in der Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen. Gesellschaftliche Teilhabe, genau das wollen aber auch diese Leipziger. Ihre Unterschriftenaktion endet morgen. Wenn rund 25.000 Stimmen zusammenkommen, könnten alle Bürger entscheiden, ob die Stadt den Katholikentag finanziell unterstützen soll.